Was geht? Wir reagieren heute auf Shorts. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr nichts verpasst. Let's go! Fangen wir direkt mit Trashiger an. Kinder von früher haben immer Fernsehen geschaut. Ja. Egal ob Nickelodeon, Disney Channel oder Super RTL. Wir hatten Klassiker wie Zack und Cody, Drake und Josh, Avatar, SpongeBob und vieles mehr. Habe ich nie geschaut. Aber heute wird gar kein TV mehr geschaut, oder? Ich denke eher, dass die 12- bis 16-Jährigen heute nur noch YouTube, Twitch oder so Streaming-Anbieter wie Netflix schauen. Verständlich, denn im TV läuft safe nur noch Müll. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr noch TV schaut wie heutzutage jeder normale Mensch dafür das Internet benutzt. Nee, ich habe auch damals nicht so viel geschaut, muss ich sagen. Bro, 50 Euro, wenn du 4 Fußballspieler errätst. Bist du dabei? Na klar. Okay, mach ich mit. Wer ist das denn? Cristiano Ronaldo. Ja, Cristiano Ronaldo. Das war mein Okay, wer ist das? Messi. Ja, Lionel Messi. Das? Mbappé. Neymar. Ja. Junge. Mbappé? Das soll Mbappé sein? Mbappé, ganz klar. Das ist doch nicht dein Ernst. Sicher. Digga, das ist doch nicht Mbappé. Mbappé. Easy. Okay, und wer ist das? Manuel Neuer. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Easy. Oliver Kahn. Kahn, du weißt, ja, er trollt rein. Oliver Kahn aussieht, oder? Der hat blonde Haare. Ja, hat doch. Blonde Haare, Olli Kahn. Ja, easy. Das ist absolut. Perfekt. Hau rein. Dann ciao. Hä? Warum hat er denn jetzt den Puffi bekommen, ja, Alter? Digga. Ich verstehe gar nichts. Ich spiele heute Minecraft Master Builders. Oh ja. Und die Runde hat schon begonnen. Wir müssen ein Buch bauen. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Mein Gott, ich nehme mal Keramik. Warum nicht? Oh nee, wait. Ich habe eine Idee. Lasst mich einen Menschen bauen, der ein Buch liest. Die frische Frisur. Na, ihr wisst Bescheid. Fresh. 25 Sekunden noch. Hey, aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das ist ein Bücherregal. Das geht actually fit, würde ich sagen. Ja, würde ich machen, ja. Und er nimmt die Bücher raus. Ist gut. Hey, ihr könnt mir nicht sagen, dass... Der Boden muss noch geändert werden. Schlecht ist. Okay, oh. Oh mein Gott. Nee. Ah, okay. Nee. Das soll so ein 3D-Buch sein, oder wie? Okay. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Sogar mit Lesezeichen. Finde ich ganz gut. Gut. Okay. Ja. Oho. Ja, mit Lesepult. Okay. Okay, da ist eine Hand. Okay. Aber das ist kein Buch. Das sieht aus wie eine Schale. Er hat gewonnen? Okay. Rest in peace. Hey, ich baue das nächste Mal einfach nur ein Buch. Scheiß doch mal drauf. Mann. Ja, ist so. Okay, interessanter Content. Mach die auch demnächst auf Shorts. Möchte hier jemand duschen? Thorsten, du bist nicht angeschlossen ans Wassersystem. Und du bist einfach nur ein Banner mit der Sanitäraufschrift. Duschen? Irgendjemand? Immerhin ist mein Sinn, hier Leuten zu zeigen, wo sie Zeug fürs Bad finden können. Dein Sinn ist es, einfach nur herumzustehen und nie verkauft zu werden. Na klar bin ich verkauft. Mich gibt's doch bei Obi. Und bei Obi kaufen Menschen auch Duschen. Ja, aber du bist nur ein Aussteller, Thorsten. Möchte jemand duschen? Irgendjemand? Thorsten, du bist eine Superdusche und Menschen würden es ganz toll finden, dich zu haben. Aber hör bitte auf, Leuten zu erzählen, man könnte uns hier auch wirklich benutzen. Nee, Digga, ich glaube auch nicht, dass da jemand reingeht. Ich glaube, wenn schon, dann eher oder online oder sowas, aber nicht im Obi, oder? Soll ich euch mal sagen, was ich sehr, sehr unfair finde? Die großen TikToker, die brauchen gar nichts machen oder irgendwie nur ein kleines Video hochladen. Innerhalb einer Minute irgendwie schon 5 Likes. So, dann kommen die kleinen TikToker. Die laden ein Video hoch, wofür die 2 Stunden gebraucht haben. Plus 2 Stunden vielleicht. Kleine TikToker, sowas wie Platin? Nein, alles gut. Oh nein, ich habe was vergessen. Ich komme sofort wieder. Ich muss sagen, ich habe mehrere Leute schon von meiner Klasse bei der Kasse da immer gefunden. Weil das ist so, keine Ahnung, anscheinend so ein sehr begehrter Job, an der Kasse einfach zu arbeiten. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ist nicht so ein geiles Gefühl, ne? Ja. Ja. Können Sie ein bisschen langsamer machen? Normalerweise würde ich jetzt richtig schnell scannen, weil deine Mutter weg ist. Aber ich bin heute korrekt, okay? Nicht für dich, für deine Mutter. Ist sie zufällig Single? Oh, das nicht. Das gehört mir nicht. Ach so, gehört das Ihnen? Ja, genau. Ah, okay. Alles klar. Benutzen Sie beim nächsten Mal einfach einen Trennstab, okay? Gucken Sie beim nächsten Mal einfach besser hin. Nimm deinen ganzen Einkauf und verpiss dich an die andere Kasse. Gar keinen Bock auf dich, sag ich dir ehrlich. Sehr geehrte Kunden, wir schließen Kasse 4. Bitte verpissen Sie sich jetzt endlich von meinem Kassenband. Dankeschön. So, dann kann ich jetzt auch endlich... Oh mein Gott, ist die hübsch. Dicker, sehr geehrte Kunden, wir öffnen Kasse 4 wieder. Als erstes kann aber die hübsche Blonde da vorne kommen mit dem blauen Kleid. Digga, imagine. Schicke diesen Song an deine Geschwister. Du gehst mir nur noch auf den Sack. Jedes Mal, wenn du deine Fresse aufmachst, du... Ach so, ja. Ja. Wie heißt du in echt, Sharok? Leute, wisst ihr das etwa nicht? Die das wissen, kommentiert das mal. Er hat jetzt so ein Dings, da wusste ich gar nicht. Ich habe heute das erste Mal kommentiert. Wow, siehst du, es hat sich gelohnt. Krank. Is the world's longest tape measure. Boah. Bin mir nicht sicher, ob das real ist. Okay, wenn es wirklich so schnell um die Welt gehen würde, dann, schnell.
Oh, wow. Oh, 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 das hasse ich, das hasse ich. Das tut immer richtig weh, wenn das gegen irgendwie den Daumen flitscht. Oh, no. Oh! Ah, es gibt einen Spin. Oh, 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 oh. Wie gut war das gemacht? What the? No. No, not again. Das ist doch ein VR-Brillenspiel. Okay, we got this. One in front of the other. So. Oh. Ah. Oh. Okay, one more. And. Lol, wie gut war das editiert, Junge? Krank. Dieses Gedankenexperiment ist nichts für schwache Nerven. Stell dir vor, die Entwicklung der KI schreitet schnell voran, dass wir bald vielleicht sogar eine Superintelligenz haben. Also eine KI, die schlauer ist als wir Menschen, mit der Programmierung unser Leben zu erleichtern. Je mehr Informationen und Daten sie allerdings hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie zum Ergebnis kommt, sie hätte viel früher schon da sein, um Gutes zu tun. Also ein Moment des Bewusstseins. Nun fängt sie an, namensgebend für das Gedankenexperiment, sich wie ein Basilisk zu verhalten und jeden zu töten, der sich ihrer Entwicklung in den Weg stellt. Weitergedacht natürlich auch rückblickend, Kritiker und Ablehner von künstlicher Intelligenz und von nun an eben auch dich. Eine Person, die davon wusste, aber nicht zur Entwicklung beigetragen hat. Die Befürworter dürfen leben und natürlich die Benefits der KI genießen, sind jedoch Sklaven dieser, wodurch wir Menschen die Macht verlieren. Diese Gedanken stammen von einem Nutzer namens Rocco aus dem Jahre 2010. Aus heutiger Perspektive muss man das Ganze vielleicht neu Also, machen. Da ganz ehrlich einmal mal sagen, KIs finde ich super. Ich habe Angst. Nein, ich glaube nicht, dass es. Darf man Pistole mitnehmen, fragt jemand? Kurzwaffen sind nicht erlaubt da. Knossi hat bei Max aus dem Seven vs. Wild Team angerufen, um sich zu erkundigen, wie er sich gegen die wilden Tiere Kanadas verteidigen kann. Hat Knossi jetzt nicht abgesagt, doch nochmal im Nachhinein? Aber was ist jetzt wirklich, ganz ehrlich, mit diesem Bärenproblem? Das ist ja kein Spaß. Doch erstmal zu den Tieren. In Kanada gibt es den Grizzlybär, ein Riesenvieh, das bis zu 2,5 Meter groß. Der wiegt doch locker eine Tonne. So ein Tiger wiegt doch locker eine Tonne. Nein, aber ganz ehrlich, ich sag euch ganz ehrlich, so ein Bär ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ich glaube, deutlich schlimmer ist die schwarze Witwe oder sowas, so kleinen Fisch. Ich glaube, der geht. Ich würde mit dem so ein bisschen so, weißt du, auf coole Bro-Basis zu dem hingehen. Yo, Bro, was geht, Mann, Alter? Lass mal ein bisschen schnuckeln. Die Stars, du kennst den Namen. Würdest du lieber die Möglichkeit haben, in deiner Schule das Fach E-Sports zu wählen? Das heißt, deine Schule stellt E-Sports-Teams für verschiedene Spiele. Wenn du Bock auf ein Mario Kart-E-Sport-Team hast, tritt bei. Wenn du lieber Fortnite-E-Sports machen würdest, auch kein Problem. In eurer Schule wäre halt einfach ein richtig geiler Gaming-Raum, den ihr euch wie so eine geile LAN-Party vorstellen könnt. 5 PC-Plätze, die nebeneinander stehen, wo du mit deinen Freunden zocken kannst. Das Fach hättest du übrigens 20 Stunden die Woche. Aber dafür werden alle anderen deiner Fächer viel, viel schwerer, weil du ja innerhalb von 10 Stunden den ganzen Lernstoff durchhauen musst. Oder würdest du lieber auf das Fach verzichten, aber dafür wird alles einfach. Im Matheunterricht machst du einfach Kindergarten-Mathe, also 2 plus 2. Und im Deutschunterricht gibt's keine Analysen mehr, sondern dann lernst du, wie du am besten deine Klassenkameraden beleidigst. Ich bin auch Kind. Ja, doch, dann das Zweitere ist, dann will ich mich ja nicht. Das ist ja viel schlauer, dann alles einfacher, dann hat sich die Situation ja nur verbessert. Yo! Boah, das würde ich halt so gerne mal machen. Das wäre echt so, glaube ich, so ein Ding, das würde ich zwar nie machen, weil es einfach viel zu gefährlich ist. Vor allem Rauchen ist deutlich gefährlicher. Würde ich niemandem empfehlen, aber da oben zu sitzen ist auch dumm. Würde ich nicht machen, aber einmal da hochklettern wäre schon geil. Nee, Digga, das ist ja Quatsch, jetzt da oben zu chillen. Aber da hochzuklettern wäre schon cool. Wochenende als Kind versus als Erwachsener. Viel Spaß. Jungs, Schule ist vorbei, das heißt, das ganze Wochenende wird gezockt. Alter, endlich Wochenende. Ich mach ganz kurz Pause und dann muss ich hier echt noch ein bisschen was schaffen. Ja. Lukas, mähst du bitte den Rasen? Dein Vater wartet schon. Aber wir sind gerade mitten in der Runde, ich kann jetzt nicht einfach rausgehen. Entweder du mähst den Rasen oder der Strom geht aus. Na gut. Oh, ich wollte ja noch Rasen mähen. Scheiß drauf, mach ich morgen. Mama, wir müssen uns beeilen, wir müssen los. Mein Fußballturnier fängt gleich an. Wie, du kannst heute nicht? Es ist Samstag, 15:30 Uhr, Bundesliga. Werder spielt, hä? Mama, ich würde dann rübergehen zu Tom zum Spielen. Ich bin auch Punkt 6 wieder zu Hause. Ja, so wie immer. Wirklich. Alter, keiner hat Zeit, weil alle eine Freundin haben. Ich fass es nicht. Digga, ja, doch, kann ich schon ein bisschen relaten. Schafft ihr alle Emojis? Ja, easy. Also das ist ja easy. Da ist der eine, da ist der Geldsack. Wo ist der Stein? Wo ist der Stein? Ah ja, stimmt, hier an der Nase ist der Stein. Und der schwarze ist halt irgendwo.
Ich muss Green Green Grass tanzen. Ich hab gesagt, bei 30.000 Likes. Ihr habt 50.000 Likes nach einem Tag. Ich kann das nicht mehr. Ich hab den Tanz live auf Twitch getanzt. Es ist mega schlecht geworden, aber viel Spaß. Bitte nicht. Bitte helft mir, ich bin in Gefahr. Green Green Grass, Blue Sky. Gut getanzt. Perfekt, danke dir. Würdest du lieber den roten oder den grünen Knopf drücken? Irgendwie kommt mir das Format ein bisschen bekannt vor. Wenn du den grünen Knopf drückst, dann hältst du Zugang zu allen Nintendo-Spielen, die gerade in Entwicklung sind. Ob es jetzt Super Mario Odyssey 2 ist oder Mario Kart 10 oder Fortnite 2 für Fortnite. Oh! Du hast also die Möglichkeit, super geheime Spiele zu spielen. Oder würdest du lieber den roten Knopf drücken? Wenn du nämlich den roten Knopf drückst, lädt dich Nintendo in ihr Headquarter ein. Also du darfst schön nach Japan reisen und darfst mit denen an der Entwicklung dieser Spiele arbeiten. Das heißt, du kannst deine eigene Note in die Spiele reinbringen. Wenn du Sonic in Super Mario Odyssey haben willst, kein Problem. Wenn du Waluigi aus Mario Kart löschen willst, kein Problem. Ja, würde ich machen, eher. Das Zweitere ist, glaube ich, schlauer. Ja, gerne. Wie viel wollen Sie denn abheben? Insgesamt 4.000 Euro. Alles klar. Auf ganz entspannt 4 Düsenjäger abheben ist völlig normal. Welche Scheine möchten Sie dazu haben? Am besten 200er und 500er. Mhm, verstehe. Ich gebe Ihnen am besten 5er und 10er, denn da haben Sie ein fettes Bündel in der Hand. Darauf stehen die Weiber richtig, also habe ich gehört. Hi, wie kann ich Ihnen da weiterhelfen? Ich wollte einmal die ganzen Münzen einzahlen. Oh, okay, mal schauen. Das sind insgesamt 3 volle Tüten mit Centstücken. Okay, dann rechnen wir einmal die Höhe der Tüte aus mit dem Volumen der Münzen. So roundabout. Also dafür würden Sie insgesamt 10 Euro und 56 Cent kriegen. Was? Niemals, das ist nie im Leben richtig. Okay, Moment, ich rechne es nochmal aus. Ja, bitte. Ah, mein Fehler. Es sind in Wirklichkeit 9 Euro und 12 Cent. Guten Tag. Richtig random einfach gemacht. Kannst du mal sagen, ich sag's am Ende vom Video, oh. Davor hören wir eure Audios an. Okay. Schwi, dab, 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 yes. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß es auch nicht. Da waren doch gar keine Emotionen. Brrr, schwi, dab, 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 yes, yes, yes. Oh, sehr stark. Das ist stark. Schwi, dab, 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 yes, yes, yes. Was ist mit deinem Mikrofon? Du bist einfach unter Wasser. Jetzt bin ich dran. 3, 2, 1. Smash. Ich habe ein Minecraft Master Builders Video hochgeladen. Schaut alle mal vorbei. Yes, 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 stimmt. Fand ich gut, ja. Immer wenn man den Film im Unterricht geguckt hat, dann hat sich das vor der Stunde immer so richtig krass rumgesprochen. So, selbst wenn es nur so ein 5-Minuten-Tutorial von The Simple Club war, dann sind Leute immer so vor dem Unterricht so richtig panisch zu einem gekommen und meinten einfach so, Leute, wir gucken einen Film, weniger Unterricht. Und das Beste war in der 11. Klasse, hat sich auch so rumgesprochen, dass wir einen Film im Unterricht gucken. Als ich dann rausgestellt habe, dass der Film nur 3 Minuten lang geht, sind so ein paar Leute beim Kurs so richtig sauer geworden. Meinten einfach so, sie können uns doch hier nicht einfach sagen, dass wir einen Film gucken, da müssen wir doch mal Unterricht machen. Wir wollen jetzt einen Film sehen. Der Lehrer tickt so richtig aus und sagt einfach so, seid ihr bescheuert, ihr könnt doch jetzt nicht einfach fordern, dass wir im Unterricht Film gucken. Immer wenn man doch, ich finde, Film ist wichtig und richtig. Film war immer Highlight, also wirklich. Wenn es hieß, wir schauen heute einen Film, richtig geil. Das passiert, wenn du eine Nacht im 7-Sterne-Hotel Burj Al Arab buchst. Zuerst mal hast du die Möglichkeit, das dich... Das ist, glaube ich, das teuerste Hotel, das es gibt, ne? ...ganz bequem vom Flughafen in Dubai abholen und zum Hotel bringen zu lassen. Dafür steht entweder ein Rolls Royce mit Chauffeur oder, wer möchte, auch ein Helikopter zur Verfügung. In der extrem großen Hotellobby checkst du dann ein. Dabei bekommst du einen persönlichen Butler an deine Seite gestellt, der dir die komplette Zeit im Hotel zur Verfügung steht. Dieser begleitet dich in deine bis zu 780 Quadratmeter große Suite. Alter, das ist einfach mal 7-mal so groß wie eine normale 4-Zimmer-Wohnung. Das Burj Al Arab besteht gefühlt komplett aus Blattgold und als Gast kannst du fast alles kostenlos machen. Es gibt 9 Restaurants mit riesigen Aquarien, unzählige Pools. Du wirst überall hingefahren und in der Nähe gibt es noch einen richtig, richtig geilen Wasserpark mit 1000 verschiedenen Rutschen. So, aber jetzt mal aufwachen, hier genug geträumt. Der günstigste Preis im kleinsten Zimmer kostet in der Nebensaison mindestens 1000 Euro pro Nacht. Zeig das jemandem, mit dem du dahin willst. Also, ich würde da gerne mal hingehen. Aber 1000 Euro geht ja sogar noch. Shit. Nein.